So, wir wollen heute die Fläche zwischen f von x gleich 4 minus e hoch x und g von x gleich 3 mal e hoch minus x berechnen. Dazu brauchen wir zunächst die Schnittstellen dieser beiden Funktionen, die wir hier ausgerechnet haben. Das ist x1 gleich 0 und x2 gleich ln3. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, die Fläche zwischen diesen beiden Kurven zu rechnen. Das heißt, wir müssen bilden das Integral von 0 bis ln3 von f von x minus g von x. So, und jetzt muss ich eine Stammfunktion finden. Das ist also hier in unserem Falle 4x minus e hoch x. Stammfunktion von e hoch x ist e hoch x. Stammfunktion von e hoch minus x ist minus e hoch x. Sie wissen, Stammfunktion von e hoch ax plus b ist e hoch ax plus b durch a. Bitte auswendig lernen. Also das heißt, hier in unserem Falle wäre es dann plus 3 e hoch minus x an den Grenzen 0 bis ln3. In unserem Fall darf man die Grenze 0 nicht vergessen, weil e-Funktionen an der Stelle 0 nicht 0 sind. Also das heißt, das ist das gleiche wie 4 mal ln3 minus e hoch ln3 plus 3 e hoch minus ln3. Das ist das ln3 eingesetzt. Dann müssen wir die 0 abziehen. Minus 4 mal 0 minus e hoch 0 plus 3 e hoch minus 0. Das ist auch 0. So, jetzt müssen wir jeden Summanden separat ausrechnen. Das ist 4 ln3. E hoch ln3, ja, da fällt das e gegen das ln weg, das ist also 3 minus 3 plus 3 mal e hoch minus ln3. Ja, e hoch minus ln3 ist dasselbe wie 1 durch ln3, also e hoch minus lnx ist dasselbe wie 1 durch e hoch lnx, also 1 durch x. So, das ist also ein Drittel. Minus 4 mal 0 ist 0, minus e hoch 0 ist 1, plus 3 mal e hoch 0 war 1, plus 3. So, und jetzt können wir das noch ausrechnen, das ist also 4 mal ln3 minus 3 gibt minus 6, plus 1 gibt plus 2. Und das ist also 4 ln3 minus 4.